Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die Schriftstellerin Jasmin Ramadan. Ahoi Jasmin. Ahoi. Liebe Jasmin, du hast ein neues Buch geschrieben. Auf Wiedersehen heißt das. Ich hoffe nicht, dass es dein letztes Buch ist. Es geht im weitesten Sinne um Midlife Crisis. Also ich bin ja voll in der Zielgruppe mit 53. Du hast unter anderem gesagt, erst mit 45 Jahren werden Menschen wahrhaftig interessant. Warum bin ich so interessant, Jasmin, in meinem Alter? Ja, okay. Also möglicherweise gilt es nicht für alle, aber für dich mit Sicherheit. Also ich denke, man hat, bis man so ungefähr 45 ist, eine ganze Menge erlebt und durchgemacht und auch ist vermutlich auch oft gescheitert. Und es hat, ist nicht alles so gelaufen, wie man sich das mal irgendwie mehr oder weniger bewusst ausgemalt hat, Anfang 20 oder so. Mhm. Und wenn man dann weitermacht und Krisen überwindet, dann passiert meistens wieder nicht all das, was man sich gewünscht hat, aber man wird ein immer interessanterer Mensch dabei. Das ist das, was auf jeden Fall passiert, wenn man weitermacht. Und weißt du, an welcher Stelle ich gedacht habe, das Buch hat sie wirklich für mich geschrieben? Ich bin vor 2,5 Jahren nach Eimsbüttel gezogen und du schreibst, nach Eimsbüttel zieht man zum Altwerden in Frieden. Ja, wie, das ist doch was läuft mit dir und Eimsbüttel da verkehrt? Also mit mir und Eimsbüttel läuft einiges richtig, weil ich bin in Eimsbüttel nämlich geboren worden und habe auch die ersten 10 Jahre meines Lebens dort verbracht, im Generalsviertel in der Gneisenaustraße. Geboren im, damals hieß es noch Elim-Krankenhaus, wo auch, was kaum jemand weiß, Angela Merkel geboren wurde. Ui. Das heißt, ja, das ist jetzt der Hohe Weide, ne? Diakonieklinikum, Agapthesien heißt es, glaube ich, jetzt. Genau, und mit Mama und Oma. Und an diesem war jeden Tag auf diesem Spielplatz da zwischen Kottwitz und Gneisenau, wo ja Häuser weggebombt wurden und stattdessen ein Spielplatz dann aufgebaut wurde statt neue Häuser. Genau, also und da habe ich viel Zeit verbracht. Dann bin ich mit meiner Mutter da nach Dockstedt, also in den Grandweg gezogen, wo diese roten großen Häuser da stehen. Und von da aus dann zu Hause raus nach Altona und irgendwann mit Anfang, Mitte 40 zurück nach Eimsbüttel. Genau. Erklär mal für die wenigen Leute, die uns jetzt zuhören, die noch nie in Eimsbüttel waren, was denn das Besondere an Eimsbüttel für dich zumindest ist. Also Eimsbüttel ist für mich wie so ein Wohnzimmer. Also ich kenne mich hier so gut aus. Ich fühle mich hier einfach so wirklich, also ich fühle mich eigentlich mittlerweile in ganz Hamburg zu Hause, weil ich bin eine sehr langweilige Person. Ich habe Hamburg ja nie länger verlassen. 5 Wochen Brasilien war das längste. Und Eimsbüttel ist so ein Ort, also da gehe ich nicht unbedingt aus, ne? Ich gehe sowieso nicht mehr ganz so viel aus, aber es ist was, hat was wirklich so Beschauliches und man kommt zur Ruhe, wenn man nach Hause kommt und man macht ja auch eine Menge Dinge für sich und mit sich selbst ab und braucht nicht mehr ganz so viel dieses Untergehen, Ausgehen, Untergehen, Zergehen zwischen anderen Menschen, sondern kann auch ganz gut für sich sein und hier kann man auch schön im Café sitzen. Und trifft nicht automatisch 100 Leute, mit denen man vielleicht gar nicht unbedingt gerade sprechen möchte. Und alle lassen sich so ein bisschen in Ruhe. Und ja, es ist echt, ich würde sagen, ganz klassisch eine Wohngegend. Wo ist denn Auf Wiedersehen entstanden? Du hast gerade Café angesprochen. Mhm. Schreibst du auch in der Öffentlichkeit? Also ohne, dass einer mitbekommt, sitzt du dann mit dem Laptop irgendwo in einem Café in der Osterstraße und schreibst? Oder hast du so ein Schreibzimmer zu Hause? Genau, ich habe ein Arbeitszimmer, was ich auch von der Steuer absetze. ich gehöre überhaupt nicht zu dieser Art Schriftstellerin, die unter Leuten gut schreiben kann, also im Café oder so, überhaupt nicht. Genauso wenig kann ich aber in der Einsamkeit schreiben. Es gibt ja immer so tolle Stipendien, die angeboten werden, dass man in irgendeiner Hütte oder in einer Kirche in einem ganz kleinen, beschaulichen, malerischen Naturort irgendwie und sowas, das kann ich nicht. Ich brauche die Großstadt, um zu schreiben. Ich muss auch unter Leute, vielleicht gar nicht immer, um mich die ganze Zeit dann auch zu unterhalten, aber ich brauche das. Ich brauche diese kulturelle Vielfalt und das Abtauchen können auch nach diesem einsamen Schreibprozess zu Hause. Und,
meinem alten schönen Tisch. Kommen wir nochmal auf Wiedersehen zurück. Ja. Ist das ein Buch, was du seit Jahren mit dir rumgeschleppt hast, oder ist es etwas, was so wie so ein gezogener Korken so aus dir rausgesprudelt ist? Ja, ich bin einfach ganz klassisch selber auch in eine Krise geraten und das aus dem Vollen schöpfen, das stimmt schon. Also da ist vieles mit eingeflossen aus meinem Leben, auch aus dem Leben der Menschen um mich rum und ich habe das aber alles absegnen lassen und nichts davon ist auch wirklich eins zu eins. Das ist am Ende doch einfach nur Literatur, aber es ist einfach, dieses Buch ist passiert, während ich gelebt habe und vieles schiefgegangen ist, vieles auch wieder besser wurde. Und ich habe einfach eine Zeit lang auch gar nicht viel geschrieben. Ist ja auch 7 Jahre her, mein letztes Buch. Und dieses Buch ist dann aus meinem Leben heraus tatsächlich passiert. Und so war das, ja, genau. Wie schwer ist es denn, einen Titel zu finden? Also hast du auf Wiedersehen schon mal mit Bleistift oben drüber geschrieben so und dann in Klammern Arbeitstitel? Oder kommt das ganz zum Schluss? Nee, gar nicht. Also oben drüber habe ich das nicht geschrieben, da stand oben drüber lange Ü. Also Ü war der Arbeitstitel, beziehungsweise ich war ja auch mit einem Auszug daraus beim Bachmann-Preis 2020, digital, wegen Corona. Mhm. Und so hieß das lange, wegen ne, dieser, also ich kam da drauf, wegen dieser Ü-Partys, die es gibt, ne? Also und aber auch Überdruss, ne? Es gibt so viele Wörter, Übergang, die auch gepasst haben zu dem, was ich da schreibe, was ja ganz klassisch ist, wo wir alle irgendwann durchgehen, ne? Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man jung ist. Man stellt sich, glaube ich, sein Leben so vor bis 30, Mitte 30 und hat so Ideen, was bis dahin alles sein soll, privat, beruflich. Und was es darüber hinaus gibt. Vielleicht stellt man sich das Alter vor, wenn man sehr, sehr alt ist. Aber dieses Dazwischen, da hat, glaube ich, niemand eine Idee von. Und es kommt auf jeden Fall immer anders als gedacht. Und wann entstand dann der Titel? Ganz zum Schluss? Ach so, ja, tatsächlich zum Schluss. Weil das letzte Kapitel heißt Auf Wiedersehen. Aus gutem Grund, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann war diese Bachmann-Preis-Geschichte und dieses Ü und das war einfach schon so lang und dann hab ich überlegt mit meiner tollen Verlegerin Bärbel Brands zusammen, dass es schön wäre, einen ganz neuen Titel zu finden, weil das auch lange gedauert hat, die Entstehung dieses Buches und ich war dieses Titels auch schon längst überdrüssig, wie ich jetzt passend sagen kann. Genau, und dann sah ich dieses Auf Wiedersehen über dem letzten Kapitel und fand es so schön und so, also so, ja, es hat ja auch so zwei Bedeutungen, ne? Also wir sehen uns wieder und es gibt... Es hat ja was Optimistisches. Ja, und ich kenne auch also Leute zum Beispiel, die gerade Deutsch lernen, von durch ich so ein paar um mich habe, haben mich mal gefragt, ob dieses Auf Wiedersehen sowas bedeutet, wie wir beim Anstoßen, ne? Auf dich, ne? Auf uns. Ob das bedeutet darauf, dass wir uns wiedersehen, ob man das auch so sagen kann. Und dann habe ich erklärt natürlich, nein, man müsste sagen, auf das Wiedersehen müsste man dann so sagen. Das fand ich aber so schön, diese Idee von Menschen, die gar nicht Deutsch als Muttersprache haben, dass sie das so interpretiert haben. Und diese beiden Bedeutungen zusammen fand ich dann ganz, ganz wundervoll und ganz passend für das ganze Buch, als es ein ganzes fertiges Buch war. Ja. Morgen, beziehungsweise wann immer man das hört, wird am Dienstagabend gibt's einen Lieblingsfilmabend im Open-Air-Kino in der Schanze. Und der Lieblingsfilm von unserer zweiten Bürgermeisterin ist Katharina Fegebank. Der Lieblingsfilm von unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank ist Soul Kitchen, so wollte ich sagen. Tatsächlich. So, und du hast das Drehbuch dazu geschrieben. Der Film ist jetzt schon 14 Jahre alt. Was hat das mit dir so gemacht und was macht das heute noch so, wenn jemand sagt, das ist mein Lieblingsfilm? Ja, da freue ich mich natürlich. So ganz mit dem Drehbuch, das stimmt nicht so ganz. Das war eher so die Vorgeschichte, aber egal. Also das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit natürlich mit Fatih, der jetzt auch 50 mittlerweile ist. Oh ja. Seit kurzem. Ja. Und ich freue mich natürlich. Ne? Also Soul Kitchen ist natürlich immer wieder Thema. Es war auch einfach wirklich mein größter Erfolg. Ich hoffe, ich werde das jetzt übertreffen bald. Und das ist doch schön. Und ich höre das tatsächlich oft und auch nicht nur von Leuten aus Deutschland, ne? Die dadurch auch eine Verbindung zu Hamburg haben. Und das ist doch ganz wunderbar, dass es so ein Film ist, der so nachhaltig berührend ist. Und also mir macht er auch gute Laune, wenn ich den sehe. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Ah, das ist lange her. Ich hab mal irgendwie reingeschaltet, als der im Fernsehen lief. Aber habe mich auch gefreut. Aber ja, aber habe ihn nicht ganz. Ganz habe ich ihn wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Nein, vielleicht kommst du auch Dienstagabend wer weiß, ins wer weiß, Schanzenkino. Ja. Jasmin, wir sind am Ende unseres kurzen Gesprächs ja. Und da geht's um Nice oder Scheiß. Unsere Rubrik. Und du musst dich entscheiden, ob nice oder scheiß. Ja. Was möchtest du uns erzählen, was du gut oder scheiße fandst? Ach so, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Ja. Ah, dann nehme ich natürlich ja. Nämlich nice. Und ja, erzähl mal. Ich würde gerne da ganz klar All-Inclusive, vielleicht sagt ihr das ja was, All-Inclusive ist eine gemeinnützige Initiative, gegründet von Mitra Kasai. All-inclusive.de, da sieht man, kann man das auch alles schön nachlesen. Da geht es um Senioren und Senioritas, wie Mitra sagt. Also Menschen 60 plus und plus, also dann noch mal ein Stückchen weiter. Und dabei geht es darum, das gibt schon ein paar Jahre, ne, also ältere Menschen einfach einzubeziehen ins aktuelle Geschehen, ne, also Einsamkeit auch so entgegenzuwirken. Also das ist wirklich toll. Da gibt's so Tanznachmittage und ganz viele verschiedene Sachen. Ne? Die kooperieren mit Stiftungen, brauchen natürlich auch immer Sponsoren. Das ist ehrenamtlich. Ja, unbedingt. Spendet das ist bitte ganz alle toll. An All Inclusive. Ja. Ja, und sie haben so eine ganz tolle neue Sache gerade. Das heißt Roll-on Rikscha Service. Also wirklich Rikscha. Also da, was ist der Plural von Rikscha? Ich weiß es gerade nicht. Rikschen. Sagen. Genau, und da kann man selber auch dann sich anmelden und die Rikscha fahren, ne? Oder eben sagen, man würde diesen Service gerne in Anspruch nehmen. Ne? Das ist vor allem für Pflegeeinrichtungen, Seniorenheime, Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, trotzdem teilnehmen möchten am Leben, aber vielleicht nicht in irgendeinen überfüllten Bus steigen, der sowieso nicht kommt im Moment. Und oder also das ist wirklich großartig. Und dieser Rikscha-Service ist jetzt eine neue Sache. Da gab es auch, glaube ich, wurde Elektrofahrräder auch gespendet und das ist jetzt das ganz, ganz neue Ding. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die es da schon länger gibt. Also ruhig mal auf die Seite gehen, mal gucken und unterstützen, mitmachen, egal in welchem Alter, auf welcher Seite. Jasmin, das finde ich ein ganz großartiges Nice. Ganz liebe Grüße an Mitra Kasai. Großen Dank für Ihr Engagement ja. Um alte Leute, weil da kommen wir ja auch bald hin. Und insofern können wir da jetzt schon mal dankbar sein, dass sich da jemand um uns kümmert. Ganz genau. In diesem Sinne, Jasmin, wir sehen uns vielleicht beim Open-Air-Kino in der Schanze, aber spätestens dann vielleicht mal bei einer Lesung, die du zugunsten von All Inclusive machst. Wer weiß. Ja, das mache in diesem ich. Sinne. Das würde ich sehr gerne machen. Genau, in diesem Sinne. Und ansonsten in Hamburg, früher oder später, drin oder draußen. Ahoi! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.